Verehrte Frau Bundesministerin Sarisch, liebe Mitdiskutantinnen und Mitdiskutanten, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe die große Freude, Sie im Namen der Universität Wien, des Ludwig-Boltzmann-Instituts für Menschenrechte und von Amnesty International sehr herzlich zur Auftaktveranstaltung der Human Rights Talks hier begrüßen zu dürfen. Wir möchten heute der Frage nachgehen, ob Menschenrechte auf ein reines Randgruppenthema und Phänomen reduziert werden können und ob sie die Mehrheitsgesellschaft mehr oder weniger unberührt lassen. Und bereits diese Frage mag in geneigten Kreisen als Provokation verstanden werden, zumal in Wien. Denn es war in dieser Stadt, wo sich 1993 die Staats- und Regierungschefs zur zweiten Weltmenschenrechtskonferenz zusammengefunden und ein Abschlussdokument angenommen haben. Und in diesem Abschlussdokument lautet es, der universale Charakter der Grund- und Menschenrechte ist außer Zweifel. Nun, eh klar werden viele denken, denn schon per Definition müssen doch Menschenrechte für alle Menschen jederzeit und unabhängig vom Aufenthaltsort gelten. Und gleichwohl diskutieren wir in Gesellschaft und Wissenschaft das Thema Universalität seit jeher intensiv und zunehmend kontrovers. Meist geht es dabei um die Frage, welche Interessen werden als Menschenrechte anerkannt? Oder müssen wir Menschenrechte in den jeweiligen kulturellen, historischen, religiösen Kontexten denken? Eine Forderung, die im Übrigen auch Eingang in das Abschlussdokument der Weltmenschenrechtskonferenz gefunden hat. Heute geht es um einen anderen Aspekt der Universalität. Die offenbar wachsende Wahrnehmung, nach der Menschenrechte vermeintlich ein Randgruppenthema seien. Und tatsächlich beschäftigen wir uns in Wissenschaft und Praxis häufig mit Menschenrechten von Minderheiten, von Migrantinnen, von Gefängnisinsassen, von Menschen mit Behinderung, einer minoritären sexuellen Orientierung und von all solchen, die von den Vorstellungen der Mehrheitsgesellschaft ein Stück weit abweichen. Und auch gibt es Menschenrechtsdokumente, die spezifisch dem Schutz einzelner vulnerabler Gruppen gewidmet sind. Aber das Ziel ist klar. Es geht darum, alle in den Genuss, in den umfänglichen Genuss der Menschenrechte zu bringen. Und jeder, der einmal, ob berechtigt oder unberechtigt, in ein Strafverfahren geraten ist, wird erkennen, wie wichtig justizielle Garantien sind. Die Unschuldsvermutung, das Recht auf anwaltlichen Beistand. Ja, und wer mit der Politik der Regierung unzufrieden ist, wird dankbar sein, dass in unserem Land die Meinungsfreiheit gilt. Ja, man sogar die Ringstraße für Demonstrationen sperren kann. Nur scheinen diese Fälle und damit die Menschenrechte als Errungenschaft für alle weniger sichtbar zu sein. Und meine These lautet, selbstverständlich profitieren alle von Menschenrechten. Allein Minderheiten sind womöglich häufiger auf deren Schutz angewiesen und darin dann sichtbarer. Und selbst da, wo es vermeintlich um Minderheitenthemen geht, können wir ein gesamtgesellschaftliches Interesse nicht verkennen. Frei nach Gandhi, der moralische Zustand einer Gesellschaft lässt sich auch daran bemessen, wie sie mit Minderheiten und den schwachen Mitgliedern umgeht. Aber ich möchte natürlich nicht der Diskussion vorgreifen und freue mich sehr, dass wir für die heutige Veranstaltung Frau Bundesministerin Sarisch gewinnen konnten. Sie wird die Keynote sprechen und ist schon qua Amt für den Schutz von Verfassung und Rechtsstaat zuständig. Und auch ihre Vita verbirgt den Einsatz für die Menschenrechte. Und ich freue mich weiter, dass wir mit Angehörigen der Justiz, der Zivilgesellschaft, Journalisten, Wissenschaftlerinnen ein Panel bilden konnten, das eine sehr breite Perspektive auf das Thema des heutigen Tages eröffnen und zu einer bereichenden, womöglich auch erfrischenden, kontroversen Diskussion beitragen wird. Ihnen ganz herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft, heute mitzuwirken. Damit entspricht diese Auftaktveranstaltung dem Grundkonzept und dem Kernanliegen der Veranstaltungsreihe. Wir möchten mit diesem Format aktuelle menschenrechtliche Themen aufgreifen, sie gemeinsam analysieren, Themen, Herausforderungen auch kritisch betrachten, streiten, aber vor allem mit Menschen außerhalb der jeweiligen Zirkeln ins Gespräch kommen. Und daher auch einen herzlichen Dank an Sie, das Publikum, dass Sie sich so zahlreich heute hier im wunderbaren Palais Trautson eingefunden haben.
Besonders herzlich danken möchte ich zum Abschluss den Verantwortlichen hinter der Veranstaltung. Das sind neben Jens Kessler und Gudrun Rabusay von Amnesty International, Ursula Kriebaum von der Uni Wien, insbesondere meine Kollegin Melanie Gardinger und Patricia Mussimeiler. Euch meinen ganz besonders herzlichen Dank. Als BIM arbeiten wir, als Boltzmann-Institut für Menschenrechte, arbeiten wir an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Praxis und freuen uns, dass wir mit der Uni Wien und der Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft zwei starke Partner an der Seite haben, die uns diese Arbeit erst ermöglichen. Für uns ist ganz essentiell, dass die Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft Trägerin unserer außeruniversitären Forschung ist, denn das ermöglicht uns, das Kernanliegen zu verwirklichen, den Menschenrechten gesellschaftliche Relevanz zu verleihen. Daher auch ein finaler Dank an diese beiden Einrichtungen. Ich habe nun die große Ehre, das Wort an Frau Bundesministerin Sadic zu übergeben und darf vorab darauf hinweisen, dass wir mit der Podiumsdiskussion unmittelbar an Ihre Keynote anschließen werden. Ich wünsche uns eine spannende Veranstaltung. Vielen Dank. Vielen Dank für die netten Begrüßungsworte. Sehr geehrte Damen und Herren, das Thema des heutigen Human Rights Talks mag aufs Erste verwundern. Warum sollten denn die Menschenrechte zu einer Bevorteilung weniger führen? Warum geht es um die wenigen? Es liegt doch im Begriff selbst, wenn wir uns das anschauen, Menschenrechte. Sind ja doch die Rechte, es geht ja um die Rechte aller Menschen. Erinnern wir uns auch an Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Die Betonung liegt natürlich auf alle Menschen. Und wie kommt es jetzt zu dieser These, Menschenrechte würden zu Bevorteilung weniger führen? Wie kann dieser Eindruck entstehen? Und auch ich habe im Menschenrechtsbereich gearbeitet und ich weiß, wenn mir vor 10 Jahren jemand diese These aufgestellt hätte, wäre ich wahnsinnig wütend geworden. Wie kann man so eine These überhaupt aufstellen? Aber meine Damen und Herren, heute ist dieser Eindruck da. Und dieser Eindruck wird vermittelt. Und diesem Eindruck müssen wir uns alle stellen. Wir müssen uns in der Wissenschaft stellen, aber auch in der Politik. Womit hat es dann, und ich finde es deswegen spannend, dass wir auch diese Diskussion führen, denn wir müssen auch diese Frage beantworten. Liegt es vielleicht daran, dass die Menschenrechte Sorge dafür tragen, dass eben alle Menschen frei und gleich an Würde sind? Und dort, wo das nicht gewährleistet ist, dort reden wir darüber. Wir reden über Minderheiten, weil natürlich in vielerlei Aspekten Minderheiten eben nicht immer alle Rechte genießen. Wir reden aber auch von Menschen, die generell benachteiligt sind, sei es, weil sie eine Beeinträchtigung haben, sei es, weil sie äußerlich sichtbar vielleicht eine andere Hautfarbe haben und daher auch nicht immer den gleichen Zugang zu allen Rechten haben. Und es ist auch gut so, dass wir darüber reden. Es ist auch gut so, dass wir über diesen Schutz der Minderheiten reden. Aber vielleicht sollten wir auch darüber reden, was die Rechte, die Menschenrechte für uns alle gewährleistet haben und nach wie vor gewährleisten. Und welche Freiheiten wir alle, jeder einzelne von uns, unabhängig von der Religion, unabhängig von der Hautfarbe, vom Geschlecht oder der sexuellen Orientierung, welche Rechte wir alle genießen. Wir sollten unseren Fokus darauf legen, dass wir natürlich jeder von uns eine freie Meinungsäußerung in Anspruch nehmen kann, dass jeder von uns frei wählen kann, dass Kinder vor Gewalt geschützt werden, dass unsere Privatsphäre geschützt ist, dass unser Eigentum, auch unser Hausrecht beschützt wird. Die Menschenrechte, meine Damen und Herren, sind also nicht nur für einzelne Gruppen der Gesellschaft relevant, sie sind für jeden von uns relevant. Die Menschenrechte schützen den Einzelnen vor staatlichen Übergriffen. Sie haben aber auch eine ganz entscheidende Bedeutung im Verhältnis der Menschen untereinander.
Sie sind heute auch nicht mehr reine Abwehrrechte gegen den Staat, sondern verpflichten diesen auch in vielen Belangen zu einem positiven Schutz. Daraus ergibt sich zum Beispiel auch die Pflicht der Gerichte, zivilrechtliche Generalklauseln grundrechtskonform auszulegen. Jeden Tag, meine Damen und Herren, treffen Gerichte auch in diesem Sinne eine Abwägungsentscheidung vor dem Hintergrund unterschiedlicher Grundrechte, die uns allen zustehen. Denken wir zum Beispiel an diffamierende Äußerungen. Die diffamierenden Äußerungen gegen einen anderen stehen immer in einem Spannungsverhältnis. Es geht um das Spannungsverhältnis zwischen dem Persönlichkeitsschutz und der Freiheit der Meinungsäußerung des anderen. Nichts zeigt uns aber die allgemeine Bedeutung der Menschenrechte besser als ein Blick auf die österreichische Rechtsgeschichte. Und daher möchte ich Sie ein bisschen entführen in die Entstehung der Grundrechte in Österreich. Um das Grundrecht des Wahlrechts, der freien Meinungsäußerung, des Vereins- und der Versammlungsfreiheit wurde schon 1848 gekämpft. Und seit 1868 finden sich die zentralen Grundrechte im Staatsgrundgesetz verankert. In unserer nun 100-jährigen Verfassung wurde auch der Verfassungsgerichtshof eingerichtet, unter anderem als Wächter der verfassungsrechtlich gewährleisteten Rechte, der diese Rechte auch konkretisiert und mit Leben erfüllt. Vielmehr noch, jede und jeder Einzelne kann letzten Endes unmittelbar auch den Verfassungsgerichtshof anrufen, um seine ihm zustehende oder ihr zustehenden Rechte auch einzufordern. Wir können uns in Österreich aber einer noch viel längeren menschenrechtlichen Tradition bewusst sein. Die älteste Definition dessen, worüber wir heute diskutieren, stammt auch aus dem mittlerweile noch ein Jahrhundert später entstandenen ABGB 1811. Der vielsagende Satz des Paragraphen 16 ABGB, der heute noch Geltung hat, zeigt, dass das Individuum im Vordergrund steht. Er lautet: Jeder Mensch hat angeborene, schon durch die Vernunft einleuchtenden Rechte. Die in diesem Satz angesprochenen Menschenrechte haben im 20. Jahrhundert mit der Europäischen Menschenrechtskonvention und zuletzt auch mit der EU-Charta der Grundrechte eine nähere Ausgestaltung erfahren und wurden natürlich vor europäischen Gerichten durchsetzbar gemacht. Wie schon angesprochen, sind Menschenrechte zwar in ihren wesentlichen Zügen als Abwehrrechte gegenüber staatlicher Macht angelegt und kommen daher auch jedem Einzelnen als Freiheitsrechte zugute. Menschenrechte haben aber insbesondere durch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte eine starke Gewährleistungskomponente bekommen. Um die Rechte auch effektiv zu machen und auch den aktuellen Erfordernissen anzupassen. Die Charakterisierung der MRK als Living Instrument zeigt das auch natürlich sehr anschaulich. Und unser Verfassungsgerichtshof folgt natürlich auch der EGMR-Rechtsprechung. In diesem Sinne ist der Schutz vor Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, der sexuellen Orientierung, der Religion oder anderer Umstände keine Bevorzugung einer Gruppe, sondern es ist die Bewahrung und die Sicherstellung der Rechte von uns allen. Die Menschenrechte schützen die Vielfalt unseres Lebens und gewähren auch den Schutz individueller Merkmale. Kurzerhand gesagt, es ist auch der Schutz einer pluralistischen Gesellschaft, die der Demokratie westlicher Prägung auch natürlich zugrunde liegt. Aber ich möchte nicht dieses Podium verlassen, um auch kurz auf den Aufgabenbereich der Justiz zu sprechen zu kommen. Bei den menschenrechtlich besonders relevanten Fragen im Justizbereich zählt natürlich Artikel 6 MRK, das Recht auf ein faires Verfahren. Und diesem auch immanent inhärent drinnen
ist natürlich auch die Verfahrensdauer. Und das wurde jetzt in der Vergangenheit auch vielfach diskutiert, was wir denn der Justiz alles machen können, um die Verfahrensdauer zu verkürzen, um effizienter auch zu arbeiten. Denn letzten Endes, wenn es um die Verfahrensdauer geht, geht es auch um die Gewährleistung und die effektive Durchsetzung unserer Rechte, unserer Pflichten. Artikel 8 MRK, der Schutz des Privat- und Familienrechtslebens. Auch dieser spielt in der österreichischen Rechtsprechung eine entscheidende Rolle. Auch wenn man sich beispielsweise die jüngsten Morde an Frauen anschaut, durch deren Partner, zeigt es auch, dass es Grenzen des Straf- und des Zivilrechts geht. Und auch hier greifen die Menschenrechte. Artikel 2 und Artikel 3 MRK verpflichtet auch den Staat, vor Gewalt und vor Bedrohungen effektiv zu schützen, diese nachzuforschen und ihm wirkungsvoll zu begegnen. Aus all diesen Beispielen zeigt sich auch ganz klar, dass die Menschenrechte uns alle schützen und keinesfalls zu einer Bevorteilung weniger führen. Gerade im Bereich der Justiz geht es um den Rechtsschutz aller Österreicherinnen und Österreicher, aller Bürgerinnen und Bürger. Es geht um alle der Gerichtsbarkeit unterliegenden Menschen. Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe diese Einladung zum Human Rights Talk sehr gerne angenommen, weil die Menschenrechte und ein starker Rechtsstaat für mich die zentralen Säulen der Demokratie sind und ich daher auch mich persönlich immer dafür stark machen werde, die Menschenrechte, den Rechtsstaat und unsere Grundrechte zu schützen. Ich wünsche Ihnen allen eine spannende Diskussion und ich hoffe, dass Sie die eine oder andere Frage heute beantworten können. Vielen herzlichen Dank. Mein Name ist Barbara Liedl. Ich arbeite am Ludwig-Boltzmann-Institut für Menschenrechte und bin auch Geschäftsführerin von ZARA, Zivilcourage und Antirassismusarbeit. Ich beschäftige mich in beiden Jobs mit unterschiedlichsten Formen von Diskriminierung. Und das, was Ministerin Sadic gesagt hat, der Einfluss der Menschenrechte auf unser Zusammenleben in unserer Gesellschaft, ist in diesem Kontext ein ganz ein wichtiger. Und man muss sich sehr oft die Frage stellen, was hält unsere heutige Gesellschaft eigentlich zusammen? Weil es gibt große Vielfalt in der Gesellschaft, da gibt es Minderheiten, über die gesprochen wird. Sehr oft, wenn wir von Diskriminierung sprechen, sind auch Minderheiten davon betroffen. Und wir zum Beispiel bei ZARA machen sehr oft die Erfahrung, dass Menschen, die von rassistischer Diskriminierung betroffen werden, die von ZARA unterstützt werden in ihrem Zugang zu Recht, dass dann unserer Organisation vorgeworfen wird, na, ihr unterstützt ja immer nur die Minderheiten und ihr tut ja nichts für die Gesellschaft insgesamt. Und ich glaube, das ist eine große Fehleinschätzung, weil nur wenn wir die Rechte der Minderheiten schützen und Personen vor Diskriminierung schützen, können wir auch als Gesellschaft insgesamt gut miteinander leben. Und ich denke mir, das zeigt die Bandbreite, dass sowohl der Schutz von Minderheiten als auch der Schutz von allen ein wesentlicher Punkt hier ist. Ich möchte die Podiumsteilnehmerinnen vorstellen. Zuerst möchte ich Annemarie Schlack vorstellen. Sie ist Juristin und seit 2016 Geschäftsführerin von Amnesty International Österreich. Davor war sie in unterschiedlichen Funktionen für SOS Kinderdorf International tätig und sie war auch ehrenamtliche Präsidentin des NPO-Netzwerkes, das dem Austausch und der gegenseitigen Stärkung von im Non-Profit-Bereich beschäftigten Frauen dient. Unsere zweite Podiumsteilnehmerin ist Sabrina Wittmann-Puri. Sie ist derzeit Juristin am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und davor war sie in einer NGO in Graz tätig, wo sie sich mit den Themenbereichen Asyl- und Fremdenrecht befasst hat. Unsere dritte Podiumsteilnehmerin ist Frau Irmgard Gries. Sie, Gries, Entschuldigung,
Sie wurde 1993 Richterin am OGH und war von 2007 bis 2011 auch dessen Präsidentin. Sie hatte Lehraufträge an der Universität Graz und war auch von 2003 bis 2016 Mitglied des Universitätsrates. Von 2008 bis 2016 war sie Ersatzmitglied des Verfassungsgerichtshofs und einer breiteren Öffentlichkeit wurde sie bekannt als Leiterin der Untersuchungskommission zur Hypoalpe Adria und dann 2015, als sie als unabhängige Kandidatin sich an der Bundespräsidentenwahl beteiligt haben. Zuletzt waren sie als Allianzpartnerin der NEOS Abgeordnete im Nationalrat. Und last but not least, Klaus Bandy. Er begann Mitte der 1980er Jahre bei der Kronenzeitung zu arbeiten, war von 2009 an Leiter des Ressorts Innenpolitik und ist seit 2018 Chefredakteur der Krone Salzburg. Herzlichen Dank, dass Sie sich heute Zeit nehmen, mit uns zu diskutieren. Ich möchte als erstes Frau Schlack fragen, weil viel, wie Menschenrechte in der Öffentlichkeit ankommen, wird ja dadurch bestimmt, wie über Menschenrechte kommuniziert wird. Und deshalb würde mich gerne interessieren, welche Strategie Amnesty International Österreich hat, um in der Öffentlichkeit über Menschenrechte zu kommunizieren und ob sich das vielleicht in den letzten Jahren irgendwie geändert hat, was da kommuniziert wird. Guten Abend. Ich hoffe, man hört mich, wenn es um Kommunikation geht. Ich sehe. Ich möchte mal die Frage in den Raum stellen. Wir tun ja jetzt hier vorne so, als würden wir über irgendwas Abstraktes reden und Menschenrechte von irgendwem. Amnesty hat es sich als Aufgabe gemacht, Menschenrechte so konkret wie möglich anzusprechen und so relevant wie möglich zu machen. Ich möchte Sie auch fragen, was hat Sie hierher geführt? Welche Menschenrechte genießen Sie gerade, wenn Sie hier im Raum sitzen und mit uns dann vielleicht auch mitdiskutieren? Wenn Sie sich die Menschenrechtsbrille mal aufsetzen, da kommt viel zutage, dass Sie da sitzen, heißt, Sie haben vielleicht überhaupt die Einladung erhalten zu dieser Veranstaltung, Recht auf Information, Sie konnten hierher kommen, Sie haben vielleicht davor ein nettes Abendessen genossen. Sie können dann mitreden. Wir sitzen hier mit Vertreterinnen aus der Zivilgesellschaft, Medien, Gerichtshof, im Justizministerium. Das ist nicht selbstverständlich. Ich glaube, wir müssen uns wirklich einmal auch selber an der Nase nehmen und fragen, was davon glauben wir, dass wir in 50, in 100 Jahren auch noch hier vor. Und wenn wir uns nicht weit von hier 100 Kilometer bis an die ungarische Grenze bewegen, würde ich mich auch fragen wollen, was davon hätten wir oder könnten wir vorfinden, könnten wir genießen, wenn wir in Ungarn wären? Weil meine ungarischen Kolleginnen von Amnesty International Ungarn erzählen mir etwas ganz anderes, wie sie Meinungsäußerungsfreiheit und Partizipation auch gerade erleben. Es ist ganz konkret für jeden von Ihnen, für jede von uns hier. Und genau das ist das, worüber ich gern rede als Geschäftsführerin von Amnesty International. Wie reden wir über Menschenrechte? Ich möchte, dass wir Menschenrechte und die Kommunikation über Menschenrechte nicht den Rechten überlassen. Ich finde, wir brauchen eine ganz clevere, eine ganz ausgeklügelte Strategie, Menschenrechte wieder in den Diskurs der Mitte der Gesellschaft zu bringen. Und eben nicht nur als Randgruppenthema, aber das ist ganz wichtig, dieser Schutz für Randgruppen. Mein Anliegen ist es, jeder Mensch in Österreich soll verstehen, was es heißt, Menschenrechte genießen zu können und was es geheißen hat, für unsere Vorväter, Vormütter dafür zu kämpfen. Die sind nicht Gott gegeben, die haben wir uns selber gegeben, die haben wir uns selber erkämpft. Und was ich erlebe, was ich auch von meinen Kolleginnen und Kollegen rundum höre, gerade von Amnesty International, es steht nicht gut um dieses Fundament der Menschenrechte. Dinge, die wir geglaubt haben, dieses Fundament, das gibt's und wir gehen von der Basis aus, wir wissen, wir reden, das wird gerade ausgehöhlt. Und in Österreich haben wir die glückliche Lage, einen sehr gut funktionierenden Rechtsstaat zu haben und hier auch Garantien zu haben, die meiner Meinung nach auch sehr fest verankert sind, auch in einer Zivilgesellschaft, auch in einer bunten Medienlandschaft. Auch hier wieder in Ungarn ist es anders. Mein Aufruf heute ist einfach auch,
Wir brauchen Sie. Also die Frage ist nicht nur, was können Menschenrechte für Sie heute hier tun, sondern was können Sie auch für Menschenrechte tun? Und bei Amnesty International haben wir uns in den letzten Jahren sehr ernsthaft die Frage gestellt, wie können wir mehr Menschen dazu bringen, sich über Menschenrechte zu informieren und dann auch aktiv zu werden. Und das tun wir in zwei Richtungen. Das eine ist Information, Kommunikation und Kampagne. Und der zweite Bereich ist die Menschenrechtsbildung. Und ich möchte auch ganz offen sein, es ist für uns bei Amnesty International nicht immer leicht, auf diese neuen Herausforderungen von Hass im Netz, Politik der Dämonisierung, wir gegen die anderen, Bashing von NGOs. Es ist nicht leicht, darauf neue Antworten zu finden, aber glauben Sie mir, wir sind da dran und wir versuchen Dinge, die wir vor 5 Jahren bei Amnesty International vielleicht noch nicht gemacht hätten. Wir haben letztes Jahr eine Kampagne in Österreich gestartet, die heißt Östergleich. Es ist die erste Kampagne in Österreich von Amnesty International mit dem Ziel, dass wir allen Menschen sagen, deine Menschenrechte sind wichtig und du musst darum kämpfen. Und wir hatten da, um es ganz offen zu sagen, auch die Idee eines Menschenrechtsdialogs. Wir haben gesagt, jede Person kann bei uns einen Menschenrechtsdialog anfordern. Wir kommen zum Stammtisch in dein Dorf, du versammelst ein paar Freunde, Freundinnen und wir reden mit dir und mit deinen Freunden und Freundinnen über Menschenrechte. Schöne Idee, dachten wir uns, gefloppt. Warum hat es gefloppt? Ich würde mal sagen, das Wort Menschenrechtsdialog ist zu kompliziert. Die Leute haben nicht verstanden, um was es geht. Ganz simpel. Und für mich ist die Aufgabe zu fragen, wenn wir Leute erreichen wollen, müssen wir zu den Leuten gehen. Und wir dürfen nicht erwarten, dass die Leute zu uns kommen. Wir müssen Menschen dort erreichen, wo sie sind. Auch mit einer Sprache, die sie verstehen. Und da nehme ich uns schon noch ein bisschen in die Verantwortung und sage, wir in der Menschenrechts-Community, wir wissen genau, wovon wir reden. Wir brauchen uns jetzt nichts mehr erzählen. Aber wenn wir rauskommen wollen aus unserer Blase, dann müssen wir uns besser überlegen, was die Leute da draußen von uns hören wollen, was auch ankommt. Wir müssen Emotionen wecken. Ich möchte auch gerne ein positives Bild von Österreich anbieten. Ich sage immer bei Amnesty, wir sind bekannt und wir werden das auch immer bleiben als die mahnende Stimme, wenn was nicht wird und bei Menschenrechtsverletzungen aufzeigen. Aber ich möchte auch sagen können, ich habe einen Traum von dem Österreich, in dem ich und meine Kinder leben können sollen. Ich habe einen Traum, wie dieses Österreich ausschaut. Und ich möchte nicht immer sagen, ich habe einen Albtraum. Das wird wichtig sein in der Kommunikation über Menschenrechte, wirklich Emotionen zu wecken, Hoffnung zu geben, Menschen mitzunehmen, damit sie dann auch auf die Straße gehen können, Zivilcourage zeigen können, sich wirklich engagieren können in Österreich, damit es so bleibt oder noch besser wird. Der zweite Teil, ganz kurz, die Menschenrechtsbildung ist vielleicht nicht so bekannt, aber ganz ein tolles, spannendes Ding, was wir jetzt bei Amnesty seit 4 Jahren aufbauen. 4.500 Schülerinnen und Schüler haben letztes Jahr einen Workshop in ihrer Schule, in ihrem Kindergarten, in ihrer Lehrlingsausbildung genossen und konnten über ihre Menschenrechte erfahren. Und mein Ziel ist, dass jedes Kind in Österreich einmal in seiner, in ihrer Schullaufbahn auch genau das macht. Wir wollen alle Kinder in allen Schulstufen erreichen, weil wir glauben, wenn wir diese Kompetenz sehen in einem jungen Menschen, das ist so wie die Erste-Hilfe-Ausbildung, das muss man mehrmals machen, dann sind diese Menschen auch gerüstet, später einmal auch Verantwortung übernehmen zu können für ihre Menschenrechte und für unsere Menschenrechte. Das ist was, was wir gerade aufbauen, das ist total spannend. Wir haben da ein Konzept mit ehrenamtlichen Menschenrechtsbildnerinnen. Sie können sich auch gern bewerben, da kann jeder und jede Person sich da als wirklich in der Freizeit auch engagieren und dann in die Schulen gehen. Ich bin davon überzeugt, dass es funktioniert. Meine eigenen Kinder kamen natürlich auch in den Genuss eines Kasperltheaters im Kindergarten und dann kommt der 5-jährige Sohn heim und sagt, und ich sage jetzt, was ich will, das ist mein Recht, weil es ist mein Leben und du hast mir nichts zu sagen. Ne? Also muss man mal damit umgehen. Aber ich finde das großartig und es macht mir Hoffnung, dass diese nächste Generation mitreden will, mitgestalten will, Verantwortung übernimmt. Bei Amnesty, ich glaube, Sie kennen die Organisation vielleicht auch schon viel länger als ich. Es ist vieles im Umbruch, weil wir merken, dass auch die Welt nicht stillsteht. Hass im Netz, ich habe es schon angesprochen, neue Formen von Ausgrenzung, das Auseinanderdividieren von Gruppen, das sind alles Dinge, die wir angehen. Und wir brauchen Sie dazu, weil was wir nicht schaffen werden, ist diesen Kampf für Menschenrechte zu schaffen. Ich möchte mein Eingangsstatement damit beschließen, Sie aufzufordern,
Nehmen Sie Ihre Menschenrechte bitte auch selbst in die Hand. Verlassen Sie sich nicht nur auf die, die es sowieso machen. Schauen Sie auch auf www.amnesty.at, wir haben genug Möglichkeiten, wie Sie dort mitmachen. Aber jeder kleinste Beitrag zählt. Brauchen Sie alle und noch viel mehr. Und ich freue mich auch auf Ihre Fragen, wie wir als Amnesty noch besser darin werden können, Sie zu erreichen und Sie auch einzuladen, hier für Menschenrechte zu kämpfen. Danke. Dankeschön. Das gibt mir eine gute Überleitung, weil Sie gesagt haben, dass wir Menschenrechte in unsere eigenen Hände nehmen müssen. Ich würde gern Frau Sabrina Wittmann-Puri fragen, die Menschenrechte nehmen die Menschen quasi in ihre eigene Hand und wenden sich an den Europäischen Menschenrechtsgerichtshof. Sehen Sie da bestimmte Rechte, die aus Österreich öfter eingefordert werden als andere, beziehungsweise sehen Sie da auch Entwicklungen in den letzten Jahren, wo es Verschiebungen gibt zwischen welche Menschenrechte da eingeklagt werden? Ja, vielen Dank. Ich möchte nur zuerst ein kurzes Caveat geben. Ich spreche aus meiner eigenen persönlichen Erfahrung, aus meiner Arbeit am EGMR. Alles, was ich hier sage, bindet den EGMR natürlich nicht. Das ist aus meiner persönlichen Erfahrung aus fast 7 Jahren Menschenrechtsarbeit am EGMR. Ich bin dort Case Processing Lawyer, das heißt, ich habe jeden Tag Menschenrechtsbeschwerden von Personen auf meinem Tisch, die sich gegen die Republik Österreich beschweren, weil sie sich in ihren Menschenrechten verletzt fühlen. Und ich werde Ihnen gleich eine klare Antwort aus der EGMR-Sicht oder aus meiner persönlichen Sicht, aus der EGMR-Erfahrung geben auf die Frage, ist Menschenrechte, ist es ein Minderheitenschutz oder sind die für alle da? Aus EGMR-Sicht sind die natürlich wirklich für alle da. Und ich sehe das tagtäglich, denn wer wendet sich an den EGMR? Das ist die gesamte Bandbreite der Bevölkerung, die sich da widerspiegelt. Das geht vom König von Spanien über Silvio Berlusconi, über einen Bettler, der in Salzburg vom Bettelverbot betroffen ist, über eine 80-jährige Großmutter, die Grundstücksstreitigkeiten hat, über einen Psychiatrieinsassen, der sich in seiner Freiheit beraubt fühlt, über einen Jus-Studenten, der nicht auf die Toilette gehen durfte während einer Prüfung und dadurch Artikel 3, das Recht auf nicht gefoltert zu werden, beschwert hat. Also es ist wirklich die gesamte Bandbreite der Bevölkerung wendet sich an den EGMR. Und das ist gut zu wissen, denn es sind nicht nur Minderheiten, wie das vielleicht in den Medien dargestellt wird, wie vielleicht die Wahrnehmung ist, dass sich vielleicht nur jetzt Asylwerber speziell an uns wenden oder bestimmte ethnische Minderheiten, sondern das sind wirklich alle. Wie kann man sich an den EGMR wenden? Das ist eigentlich sehr niederschwellig. Da gibt es den berühmten Fall vom Herrn Herzig-Falvi gegen Österreich. Der hat seine Beschwerde in den 80er Jahren auf einem Stück Toilettenpapier und einer braunen Papiertüte eingebracht. Warum? Er war ein Psychiatrieinsasse, er war ein notorischer Beschwerdenschreiber und irgendwann haben ihm die Wärter einfach das Papier weggenommen. Und dann wusste er sich nicht anders zu helfen, als ein Stück Toilettpapier zu nehmen und das an den EGMR zu schicken. Und was kam heraus? Ein Fall, in dem mehrere Verletzungen der Menschenrechtskonvention festgestellt wurden. Unter anderem sein Recht auf Korrespondenz unter Artikel 8 wurde verletzt. Heute ist es ein bisschen formeller, muss ich zugeben. Seit 2014 sind strengere Eingangsformalitäten zu erfüllen. Man muss ein Formular ausfüllen, das kann sich jeder ausdrucken aus dem Internet. Wer keinen Internetzugang hat, schreibt uns einfach ein ganz formloses Schreiben. Wir schicken sofort ein Beschwerdeformular zu. Das ist in allen Sprachen der 47 Mitgliedstaaten des Europarats möglich. Und der braucht es nur einbringen und den innerstaatlichen Rechtsweg ausschöpfen. Danach die 6-Monats-Frist wahren und das wird bearbeitet werden. Man muss dazu sagen, es sind über 98% der Beschwerden gegen Österreich unzulässig, weil sie entweder die Zulässigkeitsvoraussetzungen nicht erfüllen oder weil eben inhaltlich einfach kein Menschenrecht verletzt worden ist. Vielleicht ist es auch ein guter Punkt, um zu sagen, dass Österreich, und ich habe den Vergleich von 47 Europaratsstaaten, das sind nicht nur die EU-Staaten, sondern das ist auch die Türkei, das ist Russland, das ist der gesamte Balkan, Aserbaidschan, Georgien, Armenien. Österreich ist ein Musterland, wenn es um Menschenrechte geht, im internationalen Vergleich. Das heißt aber nicht, dass wir dort stoppen dürfen und dass wir uns darauf jetzt ausruhen können, denn es gibt immer noch Verbesserungen, die gemacht werden müssen.
Und wie die Frau Bundesministerin und die Frau Geschäftsführerin von Amnesty gesagt hat, Menschenrechte sind heute mehr denn je wieder in Gefahr gekommen und es wird daran gerüttet und dem muss vorgebeugt werden. Ja, noch zurück dazu zu kommen, wer sich an den EGMR wenden kann und wie. Es gibt auch keine Voraussetzung der Geschäftsfähigkeit an Personen, die sich an den EGMR wenden. Man kann in allen Belangen mit einem Erwachsenenvertreter beigestellt sein und man kann sich trotzdem an den EGMR wenden mit diesem formlosen Schreiben. Also man muss nicht geschäftsfähig sein, man muss nicht einmal volljährig sein, es ist keine Anwaltspflicht, jeder kann sich an den EGMR wenden. Und wie ich anfangs gesagt habe, das wird auch sehr gut wahrgenommen von der Bevölkerung. So, welche Rechte werden jetzt als individuelle Rechte wahrgenommen von den Beschwerdeführern? Das sind vor allem einmal Verfahrensrechte. Ich habe die Statistiken für Österreich rausgesucht. Zwischen 1959, seit der Einrichtung des Gerichtshofs, bis 2019 gab es insgesamt 400 Urteile gegen Österreich. Ungefähr 280 davon waren Verletzungen der Konvention. Also es wurde mindestens eine Verletzung der Konvention festgestellt. Und von diesen ungefähr 280 Urteilen waren 115 betreffende Verfahrenslänge. Und da sind noch nicht einmal die Friendly Settlements eingerechnet, die, wo es dann kein Urteil gibt, sondern die Regierung einigt sich direkt mit dem Beschwerdeführer auf eine Entschädigungszahlung. Also 115 Verfahrenslängefälle, 95 Fälle, die das Recht auf faires Verfahren betroffen. Also insgesamt, ja, jetzt müssen wir Kopf rechnen können, 220 Fälle von 270 für ein faires Verfahren. Und der Rest betraf eigentlich sehr stark Freiheitsrechte, also das Recht auf freie Meinungsäußerung und das Recht auf privaten Familienleben. Ja, und zum Thema Veränderungen in den Klägen und in den Rechten. Wie schon die Frau Bundesministerin das erwähnt hat, diese Living Instrument Doctrine, die der EGMR aufgestellt hat, also the Convention is a living instrument that must be interpreted in the light of present day conditions, das schon sehr, sehr am Anfang der Rechtsprechung des EGMR aufgestellt worden ist, erlaubt der EMRK und dem EGMR dadurch, auf Veränderungen in der Gesellschaft zu reagieren. Das heißt, die Fälle, die an den EGMR gebracht werden, die spiegeln immer Veränderungen auch in der Gesellschaft da. Wenn es zum Beispiel in den 80er Jahren sehr stark zum Beispiel um Prügelstrafe in England an Schulen gegangen ist, geht es in den 2010er Jahren vielmehr vielleicht um die Rechte von Homosexuellen. Es gibt immer einen bestimmten Abstand, weil der nationale Rechtsweg ausgeschöpft werden muss, das heißt, es kommt nicht sofort zu uns, sondern das geht zuerst einmal die nationalen Instanzen durch und dann mit 2, 3 oder wie viel auch immer Jahren verspätet Abstand. Das war jetzt ein freudscher Versprechen, kommen die Fälle dann an den EGMR und dann versuchen wir halt auch so rasch wie möglich darüber zu entscheiden. Aber eben die Fälle, die zu uns kommen, die spiegeln gesellschaftliche Veränderungen wieder. Das ist nicht spannend, weil der EGMR hat auch wirklich direkten Einfluss, also die Urteile haben direkten Einfluss auf die nationale Rechtslage. Als Beispiel zum Beispiel der Fall Ringeisen gegen Österreich aus den 70er Jahren, wo befunden wurde, dass im Verwaltungsrecht es in Österreich kein unabhängiges Tribunal gab, das über verwaltungsrechtliche Streitigkeiten entschieden hat und dadurch wurden dann die unabhängigen Verwaltungssenate eingeführt. Oder die Urteile des EGMR zum Thema U-Haft, wo früher sehr oft U-Haft verhängt worden ist, wurde durch die EGMR-Rechtsprechung diese U-Haft sehr stark zurückgedrängt und jetzt müssen Richter begründen, warum sie jemanden in U-Haft belassen und nicht umgekehrt begründen, warum sie jemanden in U-Haft nehmen. So. Dann, was kann ich noch als Beispiele bieten? Vier Beispiele habe ich mir ausgesucht, zwei Beispiele von EGMR-Rechtsprechung, die explizit die Mehrheitsgesellschaft schützen, würde ich mal sagen, und zwei Beispiele, die Minderheiten schützen. Das erste Beispiel ist der Fall SAS gegen Frankreich. Von dem haben Sie bestimmt gehört, auch wenn Ihnen vielleicht der Titel jetzt nichts sagt, aber da ging es um das Gesetz in Frankreich, das die Vollverschleierung von Frauen verbietet. Beziehungsweise das Gesetz war viel breiter gefasst. Ja. Also, das umfasst dann den Helm, ein Motorrad und irgendwelche Wintersport-Dinge, die man sich umhängt. Und dann gab es Ausnahmen und nach den Ausnahmen blieb nur mehr übrig die Vollverschleierung von muslimischen Frauen. Und das betraf ungefähr 200 Frauen in Frankreich, für die ein eigenes Gesetz erlassen wurde. Und der EGMR musste dann darüber entscheiden, ob das menschenrechtskonform ist, ob das im Einklang ist mit Artikel 9 der Religionsfreiheit und Artikel 8 dem Recht auf privaten Familienleben. Eine Frau, die sich voll verschleiern wollte, hat
sich an den EGMR gewandt. Und der EGMR hat befunden, dass keine Verletzungen ihrer Rechte stattfanden, denn in Frankreich, wie die Regierung vorgetragen hat, ist dieses Vivre Ensemble, das Zusammenleben, so wichtig, dass der französischen Mehrheitsgesellschaft nicht zugemutet werden kann, mit Frauen mit Vollverschleierung konfrontiert zu werden. Ein Beispiel. Ein weiteres Beispiel, schon ein bisschen älter, aber noch immer good law, noch immer angewandt, ist der Fall Otto Preminger Institut gegen Österreich. Es geht um einen Film, der als gotteslästernd von den Behörden erkannt worden ist, der in einem Kino in einem Tiroler Städtchen gezeigt werden hätte sollen. Das wurde dann verboten mit behördlichem Bescheid und das Otto Preminger Institut, das diesen Film zeigen wollte, hat sich dann an den EGMR gewandt unter Artikel 10 im Recht auf freie Meinungsäußerung, dass sie diesen Film zeigen wollten. Und der EGMR hat untersucht, welche Rechte da im Widerspruch standen. Das war Abwägung zwischen Artikel 9 im Endeffekt, dem Recht auf religiöse Gefühle oder dass die religiösen Gefühle der Mehrheitsgesellschaft in diesem Tiroler Städtchen geschützt werden, das waren eben alles Katholiken oder hauptsächlich, oder das Recht von diesem Institut, dass dieser Film gezeigt wird. Und der EGMR hat keine Verletzung von Artikel 10 gefunden und hat befunden, dass es rechtens war, diesen Film zu zeigen, zu verbieten. Also das sind zwei Urteile, die ich Ihnen jetzt als Beispiel gegeben habe, die eindeutig einfach die Mehrheitsgesellschaft schützen, aus dem oder dem anderen Grund. Dann gibt es noch zwei Beispiele, die das Gegenteil eigentlich zeigen und einfach damit Sie verstehen, dass es in alle Richtungen geht und Fälle, die von EGMR kommen, das ist immer Einzelfallabwägung. Es werden uns Argumente zugetragen und der EGMR entscheidet dann in Abwägung dieser Argumente, die von der Regierung einerseits und von der Partei andererseits vorgebracht werden. In ES gegen Österreich ging es um die Frau ES, die sehr provokative Statements in einem von ihren Seminaren gebracht hat. Und zwar hat sie essentiell gesagt, ein 56-Jähriger und eine 6-Jährige, anspielend auf Mohammed, der die 6-Jährige Aisha geheiratet hat, laut der Überlieferung, und dann, als sie 9 Jahre alt war, diese Ehe konsumiert haben soll. Ein 56-Jähriger und eine 6-Jährige, wie nennt man das, wenn nicht Pädophilie? Und dann gab es noch einige andere Statements. Sie wurde dann wegen Herabwürdigung religiöser Lehren in Österreich verurteilt. Und die österreichischen Gerichte haben sich sehr stark darauf berufen, dass sie mit dieser Verurteilung die religiösen Gefühle der muslimischen Minderheit schützen wollten. Und dass eben diese Verurteilung dazu war, um den religiösen Frieden in Österreich zu wahren. Und hier hat der EGMR gegen die Beschwerdeführerin entschieden und hat entschieden, dass diese strafrechtliche Verurteilung rechtens war, da dieses Ziel, den religiösen Frieden zu schützen, so wichtig in einer demokratischen Gesellschaft ist und die österreichischen Gerichte so gut abgewogen haben, diese verschiedenen Argumente. Und die haben wirklich sehr lange Urteile verfasst und das ganz genau semantisch analysiert, was genau die Frau ES gesagt hat. Und im Endeffekt war das ein Urteil, das die Subsidiarität des EGMR unterstrichen hat, denn wenn die innerstaatlichen Gerichte gehörig argumentieren und gehörig Rechte abwägen, gute Argumente bringen, dann wird der EGMR nicht seine Meinung oder nicht die Meinung der österreichischen Gerichte oder der staatlichen Gerichte der Mitgliedstaaten. Was die Frau Bundesministerin gesagt hat, die Gerichte sind natürlich dazu da, für die Einhaltung der Menschenrechte zu sorgen. Die Europäische Menschenrechtskonvention hat in Österreich Verfassungsrang und daher müssen wir müssen die Gesetze verfassungskonform interpretieren. Und verfassungskonform interpretieren heißt auch im Einklang mit der Europäischen Menschenrechtskonvention. Ich muss nur beobachten, was in diesem Land vorgeht und was sich was sich da abspielt. Und wenn, jetzt nochmal zurückkommen zur Sicherungshaft, auch Kopftuch, und bleiben wir auch bei der Geschichte Pilnatschek, Rothensteiner, Bröll. Warum hat denn, ich unterstelle jetzt, ja, also es sind hier viele Juristen, sollte dann jemand nachher meine rechtsfreundliche Vertretung übernehmen wollen, weil der Herr Pilnatschek das nicht mehr macht. Was hat denn der Herr Kurz, wenn er diese Themen wie Sicherungshaft oder seine Kritik an der Justiz in einem Hintergrundgespräch
Mehrfach, er hat ja mehrere Anläufe gemacht, ist es nie aufgeschlagen. Im dritten Anlauf hat er es endlich geschafft. Damit soll ja ein Frame geschaffen werden, damit soll ja etwas bewirkt werden. Es ist ihm ja vollkommen egal, ob die Sicherungshaft kommt. Es ist ihm ja vollkommen egal, welche Netzwerke es in der Justiz gibt. Es soll ein Frame geschaffen werden, vertraut den Institutionen nicht. Und wenn wir da sind, dass wir sagen, vertraut den Institutionen nicht, na, da sind wir dann sehr rasch, weil Sie vorher gesagt haben, schauen wir hinüber nach Ungarn. Jetzt sage ich das jetzt nicht so herkunftsmäßig, sondern wir sind näher an Ungarn. Und ich meine das nicht geografisch, als uns manchmal lieb ist. Und ich glaube, daher jetzt habe ich Ihre Frage vergessen, aber ich hoffe, Sie verzeihen mir das. Aber habe ich Sie ungefähr beantwortet? Wenn ich Sie nicht beantwortet haben sollte, komme ich noch einmal zurück. Und ja, um auch das gleich vorwegzunehmen, es ist für uns Medien, ich sage jetzt alle, je nachdem, welches Publikum, also das Massenmedium, sogenannte Qualitätszeitung, Expertenzeitung etc., verdammt schwer, dass, also sagen wir es so, als Journalist ist man ja darauf konditioniert, Probleme zu identifizieren, aber keine Lösungen anbieten zu müssen, das macht ja den Beruf auch oft so schön. Wir sehen das Problem, und jetzt kann ich nicht sagen, also ich sage es jetzt hier, ja, aber ich kann nicht sagen, der Herr Bundeskanzler, die Bundesregierung möchte hier ja eigentlich gar nichts ändern, sondern natürlich möchten die was ändern, die möchten die roten Netzwerke raus, oder welche Netzwerke auch immer. Ja. Ich kann nicht behaupten, dass das nicht stimmt, weil er wird immer sagen, natürlich will ich das, sehen Sie nicht, was hier los ist. Unerhört, da will man den Herrn Löger vielleicht sogar irgendwas oder man will halt irgendjemanden Armen was antun. Da kann ich dann vermutlich am Ende juristisch gar nichts ausrichten, außer indem man maximal oft mit maximal großer Show zu Gericht geht und das dann der anderen Seite einfach so unangenehm ist, dass man die ganze Zeit sich dann blöde Anfragen von uns Journalisten stellen lassen muss und dadurch kann man dann wieder etwas bewirken. Also, um es abschließend zu sagen, wir haben es hier mit Oberflächenerscheinungen wie Kopftuch, Sicherungshaft, Zweifel an der Justiz zu tun. Und es geht hier um gar nichts. Und die Frau Gries hat gesagt, Politik sagt ja, was sie tut. Ja, da habe ich ja an manchen Stellen meine Zweifel. Nehmen wir wiederum ein Beispiel her, wenn die Frau Verteidigungsminister Tanner sagt, Eurofighter wird mich noch kennenlernen. Ich weiß nicht, ob das ist, ob das Politik ist, was sie tut. Keine Sorge, ich weiche nicht ab vom Thema Menschenrechte, weil das ist schon das. Weil natürlich, ich glaube, bei IADS Eurofighter wird man sich das Video von der Frau Tanner 20 Mal angesehen und ist am Boden gelegen vor Lachen. Ja? Das war ja nur zur Home Consumption, das ist ja nach außen wirkungsloser Unsinn. So, und wenn wir beginnen, diesen ganzen Zeug hier, das ich jetzt hier so aufgedröselt haben wir es mit einem grundlegenden Unterminierungsversuch und einem Untergraben des Vertrauens in die Institutionen zu tun. Und dann reden wir sehr akademisch, ich ja nicht, wie Sie merken, über Menschenrechte. Und ich denke mir, hey, worüber reden wir eigentlich? Wir verlieren gerade Vertrauen in etwas ganz, ganz anderes. Dankeschön. Ich möchte einen von diesen Gedanken aufgreifen, weil die Institutionen, über die wir da sprechen, zum Beispiel die Justiz, sind ja ganz wesentliche Institutionen, um Menschenrechte durchzusetzen und um auch sie zu schützen. Sprich, wenn in einer Demokratie diese Institutionen angegriffen werden und weniger Glaubwürdigkeit ihnen entgegengebracht wird und auch die Bevölkerung dann der Überzeugung ist, dass man diesen Institutionen nicht trauen kann, dann hat das ja wiederum starke negative Auswirkungen auf wie Menschenrechte wahrgenommen werden. Und Sie haben auch gesagt, dass Menschenrechte durchaus komplex sind und man auch immer versuchen muss, immer wieder sie zu reframen. Ich habe gerade versucht, es nicht komplex zu machen, aber gut. Nein, aber also ich denke mir, und das wollte ich jetzt Frau Schlack fragen,
wie man damit umgeht, dass das Thema Menschenrechte ein so komplexes ist und wie kann man das gut herunterbrechen, damit Menschen das auch verstehen, weil es eben so ein komplexes Thema ist. Wie schon vorher erwähnt, mein Fünfjähriger kann mir gut erklären, was seine Rechte sind. Ich finde es auch nicht so komplex, außer man geht es jetzt juristisch an. Aber für mich das Wesentliche ist, Menschenrechte hat zwei Teile, Rechte und Menschen. Und wir können sehr juristisch über Menschenrechte reden und das ist auch notwendig und ich bin dankbar für die Expertise, die auch hier sitzt. Und dann gibt es Menschen und ich glaube, das Wort Menschenrechte hat für mich was Faktisches und was Emotionales. Und wir müssen das Thema Menschenrechte auch emotionalisieren. Da war jetzt auch Politik emotionalisiert. Ich habe auch den Anspruch an uns als Menschenrechts-Community, dass wir emotionalisieren dürfen. Wir dürfen Hoffnung wecken, wir dürfen Freude wecken und ich möchte das auch mehr machen. Das wäre ein Lösungsansatz, den wir bei Amnesty International auch vermehrt versuchen. Also die Kerze, die brennt, die wirft auch einen Schatten. Und man kann natürlich auf den Schatten, wir schauen auf den Schatten, die Menschenrechtsverletzungen, die passieren und ganz klar menschenrechtlich zu sagen, das geht nicht. Aber die Hoffnung des Kerzenscheins, die auch mitzukommunizieren und dadurch auch Engagement hervorzurufen, weil das ist was Positives. Wir wollen alle beitragen, damit es uns allen besser geht. Und das ist eine viel schönere und lang wirkende Emotion als Angst und Wut und Ärger. Das Vertrauen in unsere Institutionen, das Vertrauen in den EGMR. Der EGMR wird ja auch immer wieder in unterschiedliches Licht gerückt und es gibt durchaus Kritik an Urteilen. Und Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, dass es auch immer ein bisschen darauf ankommt, wie Medien die Fälle darstellen, die eben dann also wo es eben Urteile dazu gibt. Könnten Sie da vielleicht ein bisschen was sagen, wie Medien über die EGMR-Fälle berichten und was Sie sich da vielleicht wünschen würden, dass anders passieren sollte, damit die Fälle da auch besser dargestellt werden? Ja, also das stimmt, die Kommunikation des EGMR über Menschenrechte ist sehr faktisch und eigentlich überhaupt nicht irgendwie jetzt unbedingt breitenwirksam, denn was wir kommunizieren, wir veröffentlichen das Urteil, die sind immer nur in Englisch und Französisch abrufbar, im Gegensatz zum Europäischen Gerichtshof der Europäischen Union, die ja in allen Sprachen der EU verfügbar sind. Wir haben dieses Budget einfach nicht, das wir übersetzen können. Also es gibt unsere Urteile und es gibt Presseaussendungen dazu, die sind alle sehr, sehr faktisch. Und wir müssen dann hoffen, dass die Medien diese Urteile richtig verstehen. Das klappt manchmal, aber nicht immer. Zum Beispiel ist letztens ein Urteil gegen Österreich ergangen, das heißt PR gegen Österreich. Und da ging es darum, dass ein Mann, der seinen Namen legal in Österreich ändern hat lassen, da er einen Namen hatte, der laut seinen Worten orientalisch klang und er dadurch Diskriminierung am Arbeitsmarkt befürchtet hatte, er hat seinen Namen legal ändern können. Und als er dann an seine Uni gegangen ist, er war Jurist, und gefragt hat, kann ich bitte meine Sponsionsurkunde mit meinem neuen Namen ausgestellt bekommen, hat die Uni gesagt, sorry, es gibt keine Rechtsgrundlage dazu und hat es nicht machen können. Und unser Urteil hat nichts anderes gesagt als Verletzung seiner Privatsphäre, da er gute Gründe hatte, die er vorgebracht hat, warum er seinen Namen ändern möchte. Er hat das legal machen können. Es gibt keinen Grund, warum ihm nicht seine Sponsionsurkunde ausgestellt werden soll. Und in den Medien ist dieser Fall aufgegriffen worden, als Österreich, der EGMR nimmt die Titelgeilheit der Österreicher in Betracht in seinen Urteilen. Also es ist ganz schief gelaufen einfach, wie das aufgenommen worden ist. Aber wir können da nur begrenzt dagegen was machen. Alles, was wir machen können, ist unsere Presseaussendungen dann vielleicht auf Deutsch übersetzen und jedes Wort abwägen, aber der EGMR ist halt kein Medienunternehmen, sondern wir erlassen unsere Urteile und damit hat sich's für uns. Wir sind darauf angewiesen, dass wir vielleicht, das ist gut, es gibt auch viele Journalisten, die sehr, sehr gut über EGMR-Urteile berichten. Aber ein Beispiel zum Beispiel,
was relativ schief gelaufen ist in der Kommunikation, ist dieses kürzlich ergangene große Kammerurteil ND und NT gegen Spanien. Da ging es darum, die Migranten, die versucht haben, über diesen Grenzzaun zwischen Spanien und Melilla, also zwischen Marokko und Melilla zu klettern, die das dann geschafft haben und die dann sofort wieder von der spanischen Regierung an die Marokkaner übergeben worden sind. Und das wurde in den Medien aufgegriffen als Einschränkung des Rechts auf Asyl, aber das war es einfach nicht. Das Urteil ist sehr lang und sehr nuanciert und man muss das wirklich in seiner Gesamtheit leider lesen, um wirklich zu verstehen, worum es geht, aber in diesem Urteil ist nichts anderes gesagt worden als, ja, das war eine Expulsion, aber die war nicht collective. Also es ist schon sehr technisch, Artikel 4 des vierten Zusatzprotokolls, das Recht nicht kollektiv ausgewiesen zu werden. Der GMR hat einmal befunden, dass der Artikel überhaupt anwendbar ist, was ein großer Schritt ist und was auch eine Ausweitung des Menschenrechtsschutzes eigentlich bewirkt. Dann zweitens, dass das wirklich eine Expulsion war, die Spanier da gemacht haben, aber dass sie nicht kollektiv war, weil da gibt es bestimmte Kriterien, was macht eine Ausweisung kollektiv und wann ist sie nicht kollektiv. Und in diesem Fall hat der GMR auch gesagt, naja, es muss unter Artikel 4 des vierten Zusatzprotokolls legale Zugangspunkte zur Einreise geben, also Punkte an den EU-Außengrenzen, wo Personen Asyl beantragen können. Das gab es in diesem Fall in Spanien und der EGMR hat dann diese Prinzipien, die er aufgestellt hat, auf den konkreten Fall angewandt und hat gesagt, es gab einen so einen Grenzposten, wo die ihre Asylanträge einbringen hätten können. Das haben die aber nie gemacht. Die Beschwerdeführer haben den Weg gewählt, in einer großen Masse diese Zäune zu stürmen und nie auch nur versucht, den legalen Weg zu wählen. Das ist alles. Es ist eigentlich ein Urteil, das aufgefasst worden ist, als ob es Menschenrechte beschränkt, aber im Gegenteil, die Prinzipien, die da aufgestellt worden sind vom EGMR, die haben eigentlich den Menschenrechtsschutz für Migranten erweitert. Nur in diesem konkreten Fall, mit diesen konkreten Beschwerdeführern, in Anwendung dieser Prinzipien, ist es halt zum Nachteil der Beschwerdeführer ausgegangen. Aber das heißt nicht, dass das in der Zukunft nicht in anders gelagerten Fällen anders ausgeht. Ich glaube, in dem Fall ist auch konkret kritisiert worden, dass man Menschen, die jetzt illegal quasi versuchen einzureisen und es möge andere Punkte gegeben haben, wo sie hätten ansuchen können, aber die vielleicht nicht erreichbar waren oder auch nicht gewusst haben, dass sie das dort tun können. Also dass man Menschen, die etwas Illegales tun, quasi dadurch schlechter behandelt als Menschen, die jetzt auf legalem Weg versuchen, in die EU zu kommen. Und das war so ein Kritikpunkt, weil ja eigentlich Menschenrechte auch für Menschen gelten, die jetzt sich nicht an die Gesetze halten. Ja, man muss sagen, der Untersuchungsumfang des EGMR in dem Fall war sehr beschränkt. Es ging wirklich nur um Artikel 4 des vierten Zusatzprotokolls, eben dieses Verbot der Kollektivausweisung. Es ging nicht um Artikel 3, also es ging nicht um das Folterverbot oder das Verbot der unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung. Und Artikel 4 des vierten Zusatzprotokoll ist ein rein prozedurales Recht. Da ging es nur darum, gab es ein Verfahren, das die anstreben hätten können, um legal einzureisen. Das gab es, das haben sie nicht genutzt und damit war es keine Verletzung dieses Artikels. Und die Artikel 3 Beschwerde, die ist schon in einem sehr frühen Stadium für unzulässig erklärt worden, weil sie einfach nicht substanziert war in diesem Fall. Das heißt, es war einfach auch nicht vielleicht der richtige Fall, um die Artikel 3 Problematik in solchen Situationen dieser Pushbacks aufzugreifen. Also das ist wirklich, das muss man so sehen, das ist ein sehr, sehr enger Beurteilungsspielraum, der den EGMR da hier hatte. Ich würde Sie noch gerne fragen, wie Sie die Diskussion in der Politik miterlebt haben, um die Unterzeichnung des globalen Pakts für eine sichere, geordnete und reguläre Migration, wo dann die österreichische Bundesregierung ja entschieden hat, diesen Pakt nicht zu unterzeichnen. Und wo, glaube ich, sehr viel von dem drinnen ist, was Sie zuerst angesprochen haben, mit Ängste zu schüren und eigentlich ja auch gar nicht wirklich richtig zu sagen, was es mit so einem Pakt eigentlich auf sich hat. Wie haben Sie da die Diskussion erlebt und was würden Sie sagen, sollte Politik in so einem Fall eigentlich tun? Also ich habe es als extrem unehrlich empfunden und als enttäuschend empfunden, weil ja auch da dem Migrationspakt ein Inhalt gegeben wurde, den er gar nicht hat,
weil gesagt wurde, der Migrationspakt sei dazu da, um die planmäßige Migration zu fördern, was überhaupt nicht stimmt. Nicht? Also da ist wirklich schäbig gehandelt worden. Anders, finde ich, kann man das nicht nennen. Denn Österreich war eingebunden, Österreich hat Vorschläge gemacht in diesem ganzen Prozess und dann plötzlich war es eben eine Koalitionsbedingung, dass es nicht unterzeichnet werden darf und die ÖVP hat danach gegeben. Also ich finde, für Österreich ist das ein Armutszeugnis. Es ist ein ganz typischer Fall, wo man versucht, mit dem Migrationsthema Stimmen zu gewinnen, nichts anderes ist das, wo man ausschaltet, diese Problematik, die hier besteht, auch die Möglichkeiten, die ja faktisch begrenzt sind und wo so ein Migrationspakt ja dazu beiträgt, dass sich die verschiedenen Staaten zu Grundsätzen bekennen, zu Regeln bekennen. Aber so zu tun, dieses Regelwerk wäre dafür gedacht, die Migration zu fördern, mehr Leute nach Österreich zu bringen, ist einfach unehrlich. Also für mich war das ein Tiefpunkt in der politischen Debatte, ein absoluter Tiefpunkt. Und ich war auch sehr enttäuscht, dass es nicht gelungen ist, in den Regierungsverhandlungen jetzt da die Haltung Österreichs zu ändern. Es bleibt ja dabei und ich finde das schon sehr schade. Ich versuche noch einmal den zweiten Teil meiner Frage, und zwar wie Leser und Leserinnen reagieren, wenn über Menschenrechtsthemen berichtet wird. Praktischerweise funktioniert, es funktioniert doch blöd. Ich nähere mich noch einmal. Ich glaube, ich habe doch versucht, vorhin zu erklären, dass ich den, ich gebe dem, was immer diese Themen sind, werde ich mich hüten, darüber Menschenrechts irgendetwas zu schreiben, weil ich weiß, dass wir dann einen Teil der Leserschaft schon da verloren haben. Wenn man es transportieren will, wenn man es transportieren kann, wenn man Leser erreichen will, dann muss ich es an einem ganz kleinen Faktor ansetzen. Also dort, wenn wir darüber sprechen, wie geht es eventuell älteren Menschen, die kein Geld haben? Wie geht es Menschen, die irgendwo in einem Spital nicht die ihnen adäquate Behandlung bekommen? Wie geht es Migranten, die vielleicht, also ich kann es immer nur an einem Einzelbeispiel versuchen, also jetzt reden wir von Massenmedien, da kann ich versuchen, der Sache näher zu kommen. Es ist je technischer, je mehr ich mich jetzt, wie es dann Juristen gerne hätten, präziser in die Sprache hineingehe, wie feingliedriger und jetzt würde ich vielleicht sogar sagen, seriöser werde, umso mehr entferne ich mich möglicherweise von meinem Ziel, den Leser zu erreichen. Wir sind dann sehr rasch in dieser ja auch nicht mehr ganz neuen Debatte der Anniverse und Someverse, wo ich dann einfach sage, ich erzeuge eine künstliche Fallhöhe zwischen den Wissenden und den weniger Wissenden. Na, das werde ich mich hüten zu tun. Also was immer man tun kann, wenn man sein Publikum, das Publikum, die Leser erreichen will, ist zu versuchen, habe ich hier einen Fall, der mich in irgendeiner Weise auch berührt oder berühren könnte, der Anteilnahme nicht für eins ist, sondern der, wo ich sage, das könnte auch mir passieren oder das könnte auch jemandem passieren, der mir nahe steht. Sobald ich es zu komplex, zu akademisch mache, verliere ich meinen Leser in der Sekunde. Vor wenigen Tagen hatte ich einen jetzt gar nicht sehr akademischen Kommentar bei mir in Salzburg in der Zeitung von dem von mir halt sehr geschätzten Martin Grubinger. Und was schreibt dann irgendjemand auf Twitter drunter?
Das versteht ja überhaupt kein Krone-Leser. Also erstens einmal, ich täte mir in meinem Geschäft natürlich unglaublich viel leichter, wenn ich wüsste, was alle meine Leser verstehen. Was glauben Sie, ich hätte nächste Woche schon 4 Millionen Leser, wenn ich wüsste, was jeder versteht. Ich weiß oft nicht einmal selber, was ich genau verstehe oder komme erst nachher drauf, was ich missverstanden habe, weil ich gedacht habe, ich hätte es verstanden. Also passen wir ein bisschen auf, zu sagen, wir, aus welchem Berufsbereich, wenn wir da jetzt quasi privilegiert sind, versuchen jetzt von oben herab irgendjemandem etwas zu erklären. Die Menschen in ihren ganz individuellen Lebenssituationen, mit ihren ganz individuellen Problemen. Ich versuche Ihnen zwei Beispiele ganz kurz. Ich habe ein Lieblingsbeispiel, weil Akademiker, ich werde seinen Namen nicht nennen, er ist Facharzt in einem Wiener Spital und hat noch eine ganz schicke Innenstadtordination. Dieser Arzt verlässt so in der Regel um 7:20 in der Früh seine Wohnung. Hört vielleicht noch die ersten Minuten des Morgenjournals, vielleicht bis 7:05, dann geht er mal in seine Visite, lässt sich das erklären, ist dann bis etwa 13:14 in dem Spital, dann fährt er schnell was essen und fährt dann ans Geld verdienen in seine Ordi, oder ist er dann so, sagen wir, bis 20 Uhr. Ich bin so 3 bis 4 Mal im Jahr bei ihm und dann fragt er mich, du, was tut sie denn so auf der Welt? Ich erwähne dieses Beispiel deshalb, weil wir es jetzt hier nicht mit dem oft viel zitierten, naja, der weiß ja nichts, sondern nein, wir haben es hier mit einem akademisch gebildeten Facharzt zu tun, der in seiner Realität lebt. Und wir müssen immer, und jeder, der hier sitzt, lebt in seiner Berufswelt, in seiner Lebensrealität, mit seinem Wissen, mit seinem Können und kommt ganz wenig in Berührung mit dem, was sie, mich und sie bewegt. Und um die überhaupt annähernd zu erreichen, weil der einfach um 7 in seinem Spital steht und ganz andere, in einer ganz anderen Welt hat. Wir sind sehr froh, dass wir zu diesem Arzt gehen können, dass er was von seiner Sache versteht. Erwarten wir nicht, dass er auch ihre Sache versteht. Dankeschön. Ich möchte jetzt ins Publikum gehen und um Fragen bitten. Ich würde Sie bitten zu warten, bis das Mikrofon bei Ihnen ist und sich namentlich vorzustellen und eventuell auch die Organisation zu sagen, für die Sie heute da sind. Mein Name ist Kamal, ich bin Jurist und Menschenrechtsaktivist, weil die Präsidentin Amnesty International gesagt hat, wir sollen Menschenrechte in die Hand nehmen. Darf ich Ihnen hier von meiner Erfahrung in der Praxis berichten, wie es in Wahrheit für mich in meinem Fall aussieht? Ich habe vor einiger Zeit Anzeigen gegen Dutzend österreichische Staatsbürger angebracht, die im Irak für dortige Milizen und Geheimdienste arbeiten, in führenden Positionen, foltern, morden, vergewaltigen. Der Fall wurde zwar vom Verfassungsschutz untersucht, es wurde aber nichts getan. Was getan wurde, ich habe dann Drohung von einem Beamten des Verfassungsschutzes erhalten, wenn ich je wieder Anzeigen gegen diese Leute erstatte, würde er persönlich nach Hause kommen und mir eine Lektion erteilen. Ich habe mich damals bei der Volksanwaltschaft, beim Parlament beschwert, Innenministerium hat sich da eingeschaltet, der Beamte hat aufgehört. Ich wurde sogar Opfer eines Mordanschlages hier in Wien schwer verletzt, überlebt, die der Verfassungsschutz auch nicht sehr viel dazu beigetragen zur Klärung. Obwohl ich Namen genannt habe. Die Praxis ist ganz anders. Wenn jemand mächtig ist, ob das in Österreich, in meinem Fall hier, im Ausland, das sind mächtige Clans, die dort regieren und Geld im Ausland waschen, vermutlich auch in Österreich und Deutschland, da werden sie dafür geschützt, obwohl dann nachweislich grobe Menschenrechte hier begangen werden. Wenn sich jemand für den Fall interessiert, stehe gerne zur Verfügung. Dankeschön.
Danke. Alice Schmidt, ich arbeite unter anderem für die Europäische Kommission in der Entwicklungszusammenarbeit und an der Wirtschaftsuniversität Wien und bin aber auch bei Extinction Rebellion tätig, beratend, weil ich immer so eine Schnittstelle zwischen Gesellschaft und Umwelt, Klima arbeite. Ich bin keine Juristin, da haben wir eine Frage auch sehr untechnisch formuliert. Wie sieht es mit dem Klimaschutz als Recht aus? Ja, also ich meine, es gibt ja Beispiele, auch in Europa zum Beispiel, in den Niederlanden, wo das von Bürgern eingefordert werden kann. Ist das ein Thema, was Sie bei Amnesty schon beschäftigt? Ist das ein Thema, wo am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte vielleicht schon Fälle auch vorliegen? Oder ist da dieser Timeline noch zu lang? Wie sieht es da in Österreich aus? Und um auf das Ursprungsthema dieser Diskussion zurückzukommen, also von wegen Mehrheits- oder Minderheitenrechte, wäre das, weil Klima, Umwelt betrifft uns alle, ja, in dem Fall sind wir, also was das Klima betrifft, sind wir alle Entwicklungsländer de facto, wäre das eine Möglichkeit, um Menschenrechte, also wenn man das als Menschenrechtsthema definiert, quasi gesamtgesellschaftlich relevant oder die Relevanz in der Wahrnehmung zu steigern. Ja. Hallo, guten Abend. Mircea Arthofe ist mein Name und ich möchte die Einladung von Frau Schlag von der Amnesty annehmen. Ich war bei Amnesty 9 Jahre, 90er Jahre bis 2000 und etwas. Und ich war frisch aus Rumänien gekommen. Ich habe damals für Menschenrechte in Rumänien, Ceausescu war damals, ist ein Begriff für jeden. Und war ich motiviert und ich habe gesehen, was da passiert, also wie gut in Österreich ist. Aber ich habe mich genau umgepolt dann und ich habe bei Amnesty in der Gruppe China und Westafrika gearbeitet, 9 Jahre. Und ich habe eigentlich mit auch andere motivierte Leute, sogar Juristen, die gekommen sind, ja, weil China ist sicher ein starker Menschenrechtsverbrecher, sind zu uns gekommen, zu der Gruppe. Wir haben damals unter der vorigen Führung überhaupt nichts erreicht, im Gegenteil war eher verboten, über diese Sache zu reden. Es geht, das Thema ist, ich darf auch ein bisschen länger vielleicht sprechen. Ich habe gesehen, dass sehr lang gesprochen wurde bis jetzt. Thema ist Organraub in China. Es geht um den Schutz der Menschen da in Österreich, nach China zu gehen, um Organe zu kaufen. Gut, jetzt ist vielleicht ein bisschen eingedämmt, weil der Virus dort ist und niemand will das riskieren, zumindest in Wuhan nicht. Ja. Aber vielleicht wird weiter, man weiß nicht. Und es ist so, dass es bekannt seit 15, 16 Jahren mit vielen Berichten, dass ein Thema ist und dass viele Politiker und viele Juristen, internationale Menschenrechtsjuristen, haben sich dem Thema gewidmet, Recherchen und so weiter. Und es ist bekannt, dass man in einer Woche, 2 Wochen ein Herz bekommt oder was auch immer, es wird und Leute dort sterben. Und es gibt auch in Österreich Resolutionen, Frau El Nagashi von der Grünen mit Frau Gudrun Kugler und mehrere Parteien 2017 haben sehr schön eine Resolution statt Wien. Das freut mich sehr zu erwähnen, ja, dass die Politik hat sich schon angeschaltet. Ja. Wir sind dort geblieben. Eine Anpassung von Gesetz in Österreich wäre notwendig. Und meine Frage ist, ob wer von Ihnen, ich schaue auch zu Frau Bundesministerin, ist noch da? Eis gegangen. Nein. wer möchte in den nächsten Tagen, Wochen und so weiter mit mir und vielleicht dieses Thema angehen? Das ist meine Frage, weil es ist nicht ein Thema, die
Es geht um Gesetzanpassung, sogar in EU habe ich verstanden, dass dort ist auch, die Länder sind aufgefordert, solche Maßnahmen zu nehmen. Und ja, also das war meine Frage. Wer möchte, dann nachher können wir weiterreden. Also die Frage ist sehr einfach. Gut. ich möchte die Fragen ans Podium weitergeben. Also einerseits die ganz konkrete Frage, wie schaut es mit Klimaschutz aus? Ist das ein Thema, dessen sich Amnesty International Österreich annimmt? Und eigentlich wäre es ein schönes Thema, das uns alle betrifft. Die Klimakrise ist eine Menschenrechtskrise, ganz eindeutig. Und Amnesty International beschäftigt sich schon damit und wird sich dort auch weiter einbringen. Wir sind auch hier in Österreich gut mit den Fridays for Futures, kooperieren da auch schon, unterstützen sie und sehen uns in unserer Rolle als Beschützerinnen auch der Menschen, die auf die Straße gehen, um sich für Klima einzuschützen. Also unsere ureigenste Funktion, Menschenrechtsverteidigerinnen und Menschenrechtsverteidiger auch zu schützen, werden wir hier vor allem in den Klimaprotesten ganz stark wahrnehmen. Aber wie ist das mit Menschenrechtsschutz und Machtverhältnissen? Gibt es da hin und wieder Tendenzen, dass Menschen, die in mächtigeren Positionen sind, ihre Rechte besser geschützt bekommen als andere? Es gibt einen schönen Spruch, ich habe es von Wildgans: Geld schafft Recht und Recht schafft leichte Beute. Und das ist natürlich der eine Machtposition hat, tut sich leichter. Ich meine, man müsste wirklich ein Illusionist sein oder naiv sein, wenn man das nicht annehme. Und Aufgabe gerade des Rechtsstaats, der Gerichte ist, dem entgegenzuwirken. Das wird man nie ganz verhindern können, weil der viel Geld hat, der nimmt sich schon einmal einen besseren Anwalt. Ne? Der ist auch besteht nicht sofort im Verdacht, dass er vielleicht ein Querulant ist. Wer jetzt als Mr. Nobody oder Mrs. Nobody mit einem Anspruch kommt, der hat schon einmal einen gewissen Vorbehalt, dem er da begegnet, und er hat da weniger Geld, um das wirklich durchzusetzen. Aber da wird es eben wichtig, dass man hier Voraussetzungen schafft, dass jeder Mensch seine berechtigten Ansprüche auch geltend machen kann. Wir haben ein gutes System in Österreich mit der Verfahrenshilfe, aber natürlich wird es immer wieder vorkommen, dass jemand auf der Strecke bleibt, weil er eben weniger Mittel hat, wogegen der andere, der auch Leute kennt, wir brauchen uns ja nichts vorzumachen, ne? Wenn ich Leute kenne, tue ich mir leichter. Ich kann Leute fragen, ich muss nicht ins Vorzimmer im Justizministerium gehen, es gibt auch andere Orte, an denen ich mich kundig machen kann. Aber da haben bestimmte Menschen einen anderen Zugang. Ne? Aber wir müssen etwas dagegen tun. Wir müssen uns des Problems bewusst sein und auch versuchen, ja, dem entgegenzuwirken. Nur ergänzend dazu, ich meine, vergessen wir bei all dieser, nur ergänzend zu Ihnen, die ganze Litigation-Geschichte. Ja? Also ich meine, ich muss ja nicht erst einmal irgendwo, eventuell möglicherweise, gar nicht wohin. Also da kann man schon sehr viel im Vorfeld, also wenn wir in diesem Österreich eine Dreiklassenmedizin haben, haben wir mindestens auch eine Dreiklassenjustiz. Nein, das stimmt absolut nicht. Bei Gericht gibt es keine Mehrklassenjustiz. Nein, ich sagte ja gerade, auf dem Weg zum Gericht, ja. Das hängt davon ab, welchen Anwalt Sie nehmen. Ja, ja. Aber ich meine, das ist ein besonderer Fall, den Sie zitiert haben, da hier, wobei ich auch sagen muss, da muss ich jetzt dem Herrn Bilnacek recht geben, wenn da wirklich irgendwelche Sachen da im Plan gewesen wären, wird das nicht im Vorzimmer von der Justizministerin warten lassen. Ne? Das wär seltsam. Nicht, er kennt Wien und es gibt genug Orte, wo man ungesehen jemanden treffen kann. Aber ich finde absolut nicht, und ich glaube, das kann man wirklich nicht sagen, dass die Justiz, die Gerichte da unterscheiden. Nein, nicht die Gerichte, aber... Aber ich,
Gut, vielleicht irre ich mich da, ich glaube nicht. Ich würde vorschlagen, dass wir Ihr Anliegen dann nachher diskutieren auf vielleicht bilateraler Ebene. Gibt es noch, bitte? Ja. Gibt es noch weitere Fragen? Bitte schön. Schönen Guten. Ich bin der Menschenrechtsbeauftragte der Landespolizeidirektion Wien und wir haben, glaube ich, alle gemeinsam ein sehr ähnliches Problem, gerade wenn es um die Diskussion geht, Menschenrechte als Minderheitenrechte versus Menschenrechte für alle. Wir haben alle im Alltag damit zu tun und uns ist bewusst, wie viele Menschenrechte wir in unserem Alltag genießen. Aber weil wir uns auch beruflich damit beschäftigen und ganz gezielt darüber nachdenken. Meine Frage ist jetzt, weil wir hier so viele unterschiedliche Institutionen sitzen haben, welche Kommunikationsstrategie können wir verfolgen, um diese Menschenrechte für alle und den Genuss der Menschenrechte für alle, den man in Österreich tagtäglich leben kann, so wieder präsent zu machen, dass er den Menschen auch wieder bewusst wird. Dankeschön. Bitteschön. Schönen guten Abend, mein Name ist schon Schwarzl und ich arbeite in der Generaldirektion für den Strafvollzug und bin zuständig für eine Minderheit, nämlich die Jugendlichen in Haft. Und mich würde es nur interessieren, weil wir natürlich auch immer die Zeitungen lesen, gerade wenn es um Jugendliche geht, da ist die Zeitung oder Illustrierte ganz, also da weiß man dann gleich, okay, wer wird am nächsten Tag zu uns in die Justizanstalt eingeliefert. Was mir noch aufgefallen ist oder was uns einfach auffällt in der Betreuung ist, dass bei den Jugendlichen halt meistens in Haft oder inhaftiert werden und ein Delikt setzen, dass man alles weiß von der Schule, von der Lehrerin, von der Nachbarschaft, bei anderen Insassen, die vielleicht eingeliefert werden und die vielleicht medienwirksamer, bekannter sind, wird viel Schweigen oft oder oft in Schweigen gehüllt. Ich würde einfach nur gerne von den Medien, weil sie auch da sitzen, einfach nur wissen, gibt es da eine Art Kodex? Gibt es irgendwie sowas, wo man sagt, okay, man schützt auch vielleicht Rechte, Persönlichkeitsrechte von, ich spreche halt jetzt von Jugendlichen, weil ich gerade für die Jugendlichen eben zuständig bin, aber weil es doch ein gewisser Seelenstriptease oder Striptease einfach auch passiert in den Medien, was die Details, die Inhalte, das Persönliche, das soziale Umfeld, gerade eben von beschuldigten Insassen, wo auch die Unschuldsvermutung gilt, einfach für mich sehr, sehr wesentlich oder sehr, sehr transparent ist. Danke. Wir haben uns ja mit der Frage beschäftigt, wie kann es gelingen, dass man dem Trugbild entgegenwirkt, Menschenrechte sind nur was für Randgruppen, berühren die Mehrheitsgesellschaft nicht. Und ich habe gehört, dass Sie gesagt haben, ja, es braucht eine Emotionalisierung des Menschenrechtsdiskurses. Jetzt muss ich gestehen, ich bin Jurist und leide wahrscheinlich an dieser professionellen Deformation, dass ich kurz zusammengezuckt bin, weil ich mich auch politisch frage, haben wir nicht eigentlich manchmal überemotionalisierte und deshalb sehr polarisierte Dialoge? Mich würde nur interessieren, was Sie meinen, ob Sie meinen, dass man dafür werben soll, dass man deutlich machen soll, dass Menschenrechte was Gutes sind, oder möchte man auch an die sehr kontroversen, Emotionen auslösenden Aspekte ran und möchten Sie sich da eindeutig positionieren? Das leitet mich über zu der Geschichte des Verständnisses der EGMR-Urteile. Ich muss sagen, ich bin ganz dankbar, dass der EGMR keine PR-Abteilung hat und sich auch nicht als PR-Einheit begreift, weil ich glaube, sehr viel des Vertrauens in die Institution basiert genau darauf, dass die Urteile für das Gericht sprechen und nicht eine Marketing-Abteilung. Und letzter Aspekt, und da bin ich wieder beim Thema Emotionalisierung, mich würde interessieren, wie das in den Reaktionen gehandhabt wird. Ich glaube, Medien, Sie haben das eben angedeutet, leben natürlich davon, dass man abstrakte Sachverhalte herunterbricht auf einen Einzelfall. Und ich glaube, man muss ein Stück weit emotionalisieren. Und je nach Medium erfolgt mehr oder weniger Emotionalisierung. Was mich interessieren würde, gibt es denn in den Redaktionen ohne? Diskussionen über die Auswirkungen, die eine Emotionalisierung haben. Ja, wenn wir über Themen wie Migration
verstehen, oder? Also ich hätte es verstanden, aber... Ja, dann mache ich es hiermit weiter, wenn es gewünscht wird. Also diskutiert man das in den Redaktionen? Welche Auswirkungen hat es, wenn ich ein Thema sehr zuspitze? Wenn ich es emotionalisiere, werden also die Rechte von Betroffenen, es ist eben angedeutet worden, von möglicherweise Straftätern, von Migranten, von anderen Minderheiten, wird das kritisch reflektiert? Also hinterfragt man sich, kann ich den Artikel so schreiben oder sind die Auswirkungen, die es für potenzielle Opfer hat, doch eigentlich außer Verhältnis zu dem Mehrwert, den die Emotionalisierung für das Medium hat? Vielleicht ja, vergesse ich die Frage zu beantworten. Die Frage ist nicht so einfach zu beantworten, also sie ist einfach zu beantworten, ich werde sie auch beantworten, aber sie ist nicht so ganz ja, nein zu beantworten. Das hängt von einigen Faktoren ab. Machen wir es einmal banal, es hängt vom Faktor Zeit ab. Es hängt vom Faktor ab, wann erfährt wer wann von welcher Geschichte. Also, weiß man in den Redaktionen die Geschichte, die Informationen zwischen, sagen wir, 9 und 11 Uhr erfährst du die Geschichte zwischen 9 und 11 Uhr, dann entwickelt sich allein durch den Informationsgehalt, dass sich immer mehr Mitarbeiter, Menschen in einer Redaktion mit diesem Thema befassen und eine sagen, ja, muss man unbedingt machen, tolle Geschichte. Andere sagen, bitte nicht, aber der Dritte sagt, dann sei vorsichtig. So, wie viele Leute sind denn befasst? Wie viele Leute sind mit welchem Wissen befasst? Je später, und das ist eine nicht so schöne Wahrheit, aber sie ist so, je später am Abend die Information einlangt, eventuell nur noch ein diensthabender Redakteur in der Redaktion ist. Es ist 22.30 Uhr. Der Redakteur spürt instinktiv, hey, die Geschichte, Finger weg. Dann passiert aber jetzt durch die digitalen Medien Folgendes. Plötzlich schlägt es auf Facebook, Twitter, auf irgendwelchen anderen Kanälen auf. Der Redakteur fühlt sich unter Druck. Er denkt sich, bin ich denn morgen früh der Einzige, der diese Geschichte nicht hat? Ich habe zwar noch immer Bauchweh. Was passiert denn in solchen Fällen? Man sagt dann, na, machen wir es mal irgendwie. Je nachdem, also jetzt müssen wir auch wieder den Typus, Sie haben es ja auch hier mit verschiedenen Charakteren in einer Redaktion zu tun. Also der eine sieht hier schon den Knochen und schnappt danach und apportiert den da raus und versucht aus diesem kleinen Knöchel einen Riesenknochen zu machen. Der andere versucht den Knochen zu vergraben in der Hoffnung, dass ihn keiner findet. Ja? Also Sie haben es mit unglaublich vielen, so wie hier auch ist jeder ein anderer Charakter. Der andere ist feiger, der andere ist mutiger, der andere ist sensationslüsterner, der andere ist eher ängstlich, der dritte hat juristische Bedenken, der vierte ist übermannt von der Größe dieser Geschichte und auch noch emotionalisiert von dem, was sich im digitalen Raum abspielt. Ich weiß, diese Antwort ist unbefriedigend, aber sie ist die Wahrheit. Es gibt noch Fragen zu beantworten und ich fürchte, ich muss dann aufhören, weil wir schon die Zeit überschritten haben. Ich wollte die Frau Schlack noch fragen, ob sie auf die Emotionalisierung eingehen kann, was sie damit gemeint hat. Das, was wir wissen, wie Menschen funktionieren, das würde ich gerne in der Kommunikation einsetzen. Menschen funktionieren über Emotionen. Damit ich jemanden erreiche im Erstkontakt, ja, über Social Media, über eine Kampagne, über ein Ding, ja, in dieser ganzen Welt von Social Media, Aufmerksamkeit ist ein hohes Gut, habe ich eine Chance, jemanden zu erreichen. Und diese Chance will ich gut nutzen und ich will vor allem auch bei jungen Menschen verstehen, was sie bewegt, was sind die Ängste, was sind die Hoffnungen, was sind die Sorgen, Klima ist heute gefallen. Ich möchte mit Amnestys Ressourcen so umgehen, dass ich sage, Menschen ansprechen mit den Emotionen, die ich bei ihnen auslösen kann. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir in unserer Menschenrechts-Community das lernen müssen. Wir tun uns alle schwer damit, aber ich glaube, dass wir mit Daten, Zahlen und Fakten allein
diese Bewusstmachung für Menschenrechte einfach nicht gewinnen. Wir müssen besser werden, wir müssen gescheiter werden, wir müssen neue Wege finden und die gibt es auch. Ich kann jetzt nicht versprechen, dass wir ein Allheilmittel haben, aber wir wissen, ein kurzes Beispiel rund um die Bundespräsidentinnenwahl letztes Mal, das Posting, was am besten ging, ja, das spreche ich jetzt plaudere aus dem Nähkästchen, war, seid lieb zueinander. Seid nett miteinander. Und das ist doch eine Kernbotschaft von Menschenrechten. Ja? Tolerieren wir uns, zeigen wir Respekt. Aber es war wirklich das Posting, seid lieb zueinander, seid nett zueinander. Das ist durch die Decke geschossen. Das hat die Leute angesprochen. Auf dem Niveau, ja, da finde ich die Leute, nicht nur Niveau, aber da, das weckt Emotionen und da möchte ich gern hin. Weil die Daten, Zahlen, Fakten, das Juristische kommt eh. Aber wenn ich einen Moment habe, wo ich sie erreichen kann, wo ich junge Menschen erreichen kann, den möchte ich gut nutzen. Und da möchte ich gern besser werden, auch gemeinsam mit Ihnen. Sagen Sie mir, was Sie bewegt. Ich möchte auch erfahren, wo Sie stehen. Weil wir müssen raus aus unserer Blase. Und das Spannende wird dort, wo wir uns treffen und Sie auch sagen, da bewegt es mich, da erreichen Sie mich. Das würde mich interessieren, auch nachher dann im Gespräch zu erfahren. Das ist ein gutes Stichwort, nachher im Gespräch. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen allen bedanken, dass Sie uns unsere Sichtweisen mit uns geteilt haben. Und ich möchte Sie jetzt alle dazu einladen zum Empfang im kleinen Festsaal hier nebenan. Und ich denke mir, wir können noch individuell untereinander weiter diskutieren über alle möglichen Themen.